Herzlich willkommen beim Video Wo finde ich OER? In diesem Video erhalten Sie einen Überblick zu Suchstrategien für das effiziente Suchen und Finden von OER. Sie können damit Ihre Kenntnisse über das erfolgreiche Suchen und Finden von freien Bildungsmaterialien fördern. Vermutlich kennen Sie das aus eigener Erfahrung. Sie sollen eine Präsentation erstellen, einen Text schreiben, eine Lerneinheit gestalten oder ein Projekt starten. Das Thema ist Ihnen zwar vertraut, doch trotzdem fragen Sie sich, wie Sie es auf den Punkt bringen können. Das Ergebnis soll fachlich gut und optisch ansprechend sein. Und während Sie darüber nachdenken, läuft Ihnen förmlich die Zeit davon. Materialien komplett neu zu erstellen, ist sehr aufwendig. Zum Glück werden jedoch immer häufiger Materialien unter offenen Lizenzen veröffentlicht. Diese Ressourcen stellen inzwischen eine wahre Fundgrube dar. Mit Hilfe von geeigneten Suchstrategien finden Sie schnell und effektiv passendes Material für Ihr Projekt. In diesem Video thematisieren wir Suchstrategien, um möglichst effizient und präzise Open Educational Resources zu finden. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen einige Websites und Portale für freie Bildungsressourcen. Aber zurück zum Ausgangsproblem. Sie sollen Content erstellen und suchen nach einem Anfang. Eine beliebte Methode ist es, sich Anregungen im Internet über gängige Suchmaschinen zu suchen. Versuchen Sie doch einmal, Ihre Suchanfrage mit einer Creative Commons Lizenz zu kombinieren. Die Suchmaschine Google bietet beispielsweise bei der Bildersuche ein Dropdown-Feld an, über welches Sie nach Creative Commons Lizenzen filtern können. Aber Achtung, Sie sollten die gefundenen Treffer noch einmal sorgfältig überprüfen. Häufig werden so auch Ergebnisse angezeigt, die nicht genau den eigenen Vorstellungen hinsichtlich der gewünschten Nachnutzung entsprechen. Eine ausgezeichnete Quelle für OER ist Wikipedia. Anders als herkömmliche Enzyklopädien ist die Wikipedia frei zugänglich und nutzbar. Solange Herkunft, Urheberin und Urheber sowie die Lizenzen korrekt angegeben werden, dürfen Materialien frei kopiert und verwendet werden. Insbesondere Creative Commons und GNU-Lizenzen kommen hier zum Einsatz. Ebenfalls spannend sind auf Themen spezialisierte Wikis. Sehen Sie sich doch einmal das Zoom-Wiki an. Die Materialien sind vor allem für den Schulgebrauch gedacht. Oder stöbern Sie ein wenig im Austria-Forum, einem Wiki mit Schwerpunkt Österreich. Sollten Sie bereits wissen, welche Art von Material Sie suchen, dann sind auf bestimmte Medientypen spezialisierte Portale für Sie der richtige Einstiegspunkt. Bilder lassen sich zum Beispiel über Flickr finden. Personen, die hier Bilder und Grafiken zur Verfügung stellen, entscheiden selbst über die jeweilige Art der Lizenzierung. Daher lässt sich hier sowohl urheberrechtlich stark gestütztes Material finden, als auch völlig offen lizenziertes. Die Suchfunktionen unterstützen Sie bei der Ergänzung der Ergebnisse, beispielsweise auf Material, das nur unter Creative Commons lizenziert wurde. Für das Finden von Videos bieten sich große Anbieter wie YouTube oder Vimeo an. Hier gilt, genauso wie am Beispiel von Flickr erklärt, dass Sie bei einer gewünschten Nachnutzung genau auf die angegebene Lizenz achten müssen. Eine weitere Option, um frei nutzbare Videos zu finden, stellen die beiden MOOC-Plattformen iMOOCs oder Moin dar. Sowohl die österreichische Plattform iMOOCs als auch das Pendant der Kolleginnen und Kollegen aus Lübeck haben sich selbst dazu verpflichtet, ausschließlich Open Educational Resources anzubieten. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, bei bereits bekannten Schwergewichten der Materialdistribution zu suchen. Ein solches Schwergewicht ist unter anderem die OpenCourseWare des MIT. Dabei handelt es sich um die älteste offizielle Seite einer Universität, auf der offene Bildungsressourcen zur Verfügung gestellt werden. Dies ist ein wahres Eldorado für englischsprachige Unterlagen. Nicht minder beeindruckend sind die Angebote von OpenLearn bei der Open University UK bzw. das umfangreiche Projekt der Khan Akademie. Bei letzterem lassen sich auch einige deutschsprachige Materialien finden. In letzter Zeit lässt sich beobachten, dass immer mehr große und ambitionierte Portale entstehen. Hier werden meist mehrere lokale oder auf ein Themenfeld spezialisierte Angebote verknüpft. Übergeordnetes Ziel ist es, eine größere Sichtbarkeit für einzelne OER zu erreichen. Der OER-Hub ist ein solches Beispiel für Österreich.
Das Projekt hat eine Laufzeit bis 2023, die Materialien werden aber selbstverständlich darüber hinaus zur Verfügung stehen. Das Projekt CER, das zentrale Repositorium für Open Education Resources der Hochschulen in Baden-Württemberg, ist ein entsprechendes Pendant aus Deutschland. Ein anderes Portal, ebenfalls aus Deutschland, ist Örsi, ein Suchindex für Open Education Resources in der Hochschullehre. Der Zugang, ein spezielles Themenfeld zu adressieren, lässt sich am Beispiel des OER-Hörnchen gut sehen. Hier werden Bildungsmaterialien ausgewählter Bildungsprojekte präsentiert. Auch die Europäische Kommission adressiert OER über das Portal Zenodo. Zenodo ist ein Online-Speicherdienst, der hauptsächlich für wissenschaftliche Datensätze und Software, aber auch für Publikationen, Berichte, Präsentationen und Videos verwendet werden kann. Nennenswert ist hier, dass jede Veröffentlichung eine zitierfähige DOI erhält. Bei diesen Portalen wird viel Zeit in Usability und Oberflächengestaltung investiert, damit das Auffinden von Materialien so einfach wie möglich gelingt. Neben einem sogenannten Suchschlitz, der Ihnen eine Volltextsuche erlaubt, sind Filter oftmals eine große Hilfe. Ich selbst filtere meist nach Medientyp in Kombination mit der von mir gewünschten Lizenz. Vielleicht nützt es Ihnen aber mehr, nach Ihrer Fachrichtung zu filtern. Auch Zeitstempel, also wann das Material erstellt wurde, können relevant sein. Zum Schluss des Beitrags soll ein Projekt besonders hervorgehoben werden. Die OER World Map. Hier wird versucht, jegliche Art von OER-Aktivität sichtbar zu machen. Die Einträge in der Landkarte erfolgen durch die OER-Community selbst. Also, nehmen Sie sich bei Gelegenheit die Zeit und lassen Sie sich von den im Video beschriebenen Möglichkeiten inspirieren. Sehen Sie sich auf den unterschiedlichen Websites um und speichern Sie sich Ihre Favoriten. Achten Sie bei der Suche nach Materialien, insbesondere auf die Lizenzen und welche Nutzungsrechte für Sie damit verbunden sind. Viel Vergnügen! Zum Abschluss wiederhole ich für Sie noch einmal die wichtigsten Inhalte dieses Videos. Nutzen Sie bei der Suche von freien Bildungsmaterialien entsprechende Suchfilter. Mögliche Filterkategorien sind zum Beispiel Lizenzen, Medientyp, Fachrichtungen oder auch Zeitfilter. Kontrollieren Sie bei interessanten Suchergebnissen Lizenzen und Nutzungsrechte vor der eigenen Nutzung. Und beschäftigen Sie sich selbstständig mit vorhandenen Suchportalen und finden Sie brauchbare Tools für sich. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihre Kenntnisse über das erfolgreiche Suchen und Finden von freien Bildungsressourcen erweitern und wir sehen uns im nächsten OER-Video. Bis bald!